Kurbelauto. Und das ist ein Fahrzeug, das haben wir selber gebaut. So sieht es aus. Damit müsst ihr gleich fahren. Kommt mal mit. Armkraft ist jetzt gefragt, nicht unbedingt Beinkraft, weil die Beine dürft ihr nicht verwenden. Einmal auf die rote Seite, einmal auf die blaue Seite. Handschuhe bitte anziehen. Und ich glaube auch diesen Sehnenschutz. Was ist das? Ja, das damit ihr euch nicht überstülpen. Damit ihr euch am Unterarm eventuell durch Reibung oder wenn ihr an den Reifen also kommt. Also hier machen, nicht. Also so, oder? Genau. So, und dann die Handschuhe über. Ihr fahrt jetzt im Duell gegeneinander von dieser Start- und Ziellinie einmal rechts um die Pylone. Beide rechts rum, weil wenn einer rechts, einer links, dann kommt es vielleicht für einen Crash und das wollen wir nicht. Also beide geradeaus, rechts an den Pylonen vorbei und dann wieder zurück zur Start- und Ziellinie. Wer die Runde schneller fährt, gewinnt den Durchgang. Wer als erster drei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Nach jedem Durchgang werden die Seiten getauscht, weil vielleicht der ein oder andere da besser mit klarkommt. Darf man testen? Nein. Klasse. Das ist ja das Lustige. Können Sie uns bitte zeigen, wie es geht? Einfach nur raufsetzen und kurbeln. Und super. Aber ich finde es jetzt schon schön, süß, wie du mich siehst. Aber wie lenken wir denn so? Ach du Sch. Ja, hier nichts mehr. Bleib gerade stehen. Also kein Probe, geht direkt los. Nein, es geht direkt los. Und wie gesagt, rechts rum. Jeweils. Rechts rum. Und einfach hier zurück. Genau. Super. Ja, okay. So. Füße hoch, daran, genau, die dürft ihr nicht verraten. Also was, wenn wir mit den Füßen auf den Boden kommen oder so? Es ist nicht schlimm, im Gegenteil, es ist für euch ein Nachteil, weil ihr dann bremst. Aber nicht hier so was laufen. Haltet die Füße einfach da oben. Fein. Weil es kann natürlich sein, dass du dich ein bisschen stabilisierst, klar. Aber ich gucke drauf, ob du das einsetzt, um einen Vorteil zu bekommen. Okay? Füße auch da, nach vorne. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Und wir werden gleich sehen, dass das geradeaus vielleicht noch einfach ist. Rechts. Aber so wie so ein bisschen eine Unwucht reinkommt. Ja. Achtung, jetzt bei der Rückfahrt oder bei der Wende erkennen wir es schon. Ist das alles andere Füße als einfach. Füße hoch. Jetzt zeige ich mich gerade noch mal, warum wir diese Pfeile da drauf gemalt haben. Aber ja, wir sind doch links rumgefahren. Egal. Robin macht den Ersten und um Gottes Willen. Oh je. Ist alles gut? Herr Elton, leben noch alle. Ich habe direkt eine Schürfwunde eingefangen. So, Füße hoch, Freundchen. Ja, Mann, ich hab's gesehen. Mal managen, wie ich das Ding hier. Ja, das ist ja, wie gesagt, das Lustige. Jetzt seid ihr übrigens beide links rum, aber ist auch egal. Sobald beide die gleiche Richtung nehmen. Also links anfahren, rechts rum. Links anfahren, rechts rum. Zeigst du noch mal kurz, wo rechts ist? Ihr müsst jetzt... Also ich fahre jetzt einfach so rum. Ja. Oder? Ihr müsst aber die Seiten wechseln. Du fährst jetzt von da. Aber weißt du, wie schwierig das ist jetzt wieder? Ja. Scheiße, Mann. Links rum. So anfahren, rechts rum. Rechts rum. Und jetzt muss ich so, ne? Nein. Links anfangen, rechts rum. Zwei Fußballer, ja? Wobei, ich dachte, rechts und links könnt ihr schon unterscheiden als Fußballer. Aber gut. Ihr seid sonst erst wieder startklar. Dann los. Also nochmal, wir beobachten das Ganze jetzt nochmal. Solange es diese Kurbeln nebeneinander hat, auf gleicher Höhe, ist das relativ einfach. Und dann wird es wirklich schlimm. Füße hoch! Ja, bremst also dort immer so ein bisschen ab. Rurik, hätte ich beinahe gesagt, hat die Chance. Aber dort wieder die Synchronität in die Arme reinzubringen, ist nicht einfach. Große Gefahr für den Kran wieder? Nein. Er fährt über die Linie und weiß jetzt also auch, wie das ist. Du startest jetzt wieder von da. Jesus Christ. Aber ich überdrehe immer, das glaube ich nicht mehr. Ja.
So, drei Durchgänge muss man gewinnen. Wir haben noch ein bisschen Spaß heute Abend. Super. Wie fahren wir jetzt? Rechts rum. So. Wie fahren wir jetzt? Auch rechts. Ihr seid wieder bereit und lasst die Füße hoch. Letzte Verwarnung, wirklich. Ja, ich überschlag mich so. Ja, nee, das Ding kippt nicht um. Glaub mir, umkippen tut das nicht. Also ich saß da schon drin in das. Los, achso, warte, stopp. Rurik war noch nicht fertig, war meine Schuld, Entschuldigung. Rurik war noch nicht klar. Jetzt habe ich hier wieder Probleme ohne Ende. Okay. Du bist okay? Du bist jetzt auch okay? Start klar? Gut. Los! Ja, vielleicht ja die Zukunft des Automobils. Wir freuen uns schon wieder auf die Wendestelle. Rechts und links nach wie vor ein Riesenproblem. Und jetzt gucken wir Füße hier. Hoch! Ja, ja, achten Sie auf die. Ja, warum nimmt er die Füße runter? Man kann es ja wirklich mit den beiden Rädern kontrollieren, die Richtungswechsel. Auch wenn es nicht einfach ist. Rurik. Elton, wir müssen noch mal über rechts und links reden. Ich kann die Drehung nicht hin. Ja, nee, ich brauche keine Sportklamotten für das erste Spiel. Haben wieder, sie uns gesagt. Wieder bitte die Seiten tauschen. Ja, stimmt. Ist das einer der Spiele, die viel Energie kosten soll, eurer Meinung nach? Das erste Spiel kostet immer viel Energie. Das sollte euch bekannt sein. Auch wenn es nur um einen Punkt geht. Das Schöne ist, solltest du gewinnen, machen wir noch einen Durchgang. Und ich sag's immer wieder gerne, links anfahren, rechts rum. See. Kein Problem. Es ist... Es ist halt zu eurer Sicherheit, weil wenn ihr nämlich falsch fahrt, und dann könnt ihr wirklich gegeneinander krachen. Also bitte immer links anfahren und rechts um die Pylonen rum. Und ich glaube, da sind sogar Pfeile drauf da hinten. Da kann... ja. Einfacher können wir es euch nicht machen. Elton, lass sie doch. Jetzt zum ersten Mal. Ja. Und du, Freundchen, Füße hoch. Sonst muss ich dir, falls du gewinnst, das abziehen. Hast den du Punkt. Den Punkt, weil du hast da einen Vorteil. So. Ruhig, du musst noch einmal gewinnen. Dann ist Spiel 1 erledigt. Ansonsten machen wir noch einen Durchgang. Du kannst. Achso, dann hast du wieder Probleme, wenn ich dich vorschiebe, ne? Weil du dürftest theoretisch ein bisschen weiter vor. Okay? Ja, gut. Start klar? Los! Rurik also mit dem Spielball. Rollt er als erstes über die Linie dann wieder. Dann geht der erste Punkt an ihn. Und beide immer mit den Problemen. Füße! Was sind wieder unten die Füße? Ich verstehe es nicht. Aber es sieht nach dem Ausgleich aus. Und genau so ist es. Genau so ist es. Ja, ich bin drum, ne? Es hat aber nicht geholfen, Elton, dass er die Füße unten hat. Das hat er gebremst, oder? Was? Ja, entscheide du. War er Red Room, oder? Das Telefon hat noch nicht geklingelt, ne? Das Telefon da ist doch der Notar, der hat noch nicht da. Was? Der entscheidet doch, oder? Der Notar da. Ja, ich muss mir erstmal was angucken, weil mit deinen Füßen das machen, das ist... Schon jetzt am Cheaten, ne? Ich kenne mich ja nicht aus, aber der schießt auch Tore manchmal, oder? Ja, aber... So. Nee. Sorry. Nee. Das ist ein... Sorry, ja. das ist ein Nulldurchgang. Sorry, du hast... Machst dir da... Du hast geschummelt. Also kein Punkt für dich. Es bleibt bei 2-1 für Rurik. Lass die Füße einfach oben. Ja, ich habe Angst um meine Beine, Mann. Deine Beine brichst du eher, wenn du die da unten hast. Okay. Ich weiß, es ist eine Kopfsache, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber lass die Beine oben. Okay, alles klar. Auch jetzt in dieser Position links anfahren. Also jetzt steht es immer noch 2-1, gell? Es steht immer noch 2-1. Okay? Warte. Also warte, ja, ich warte. Wir haben noch zu... Wir haben nur noch 5 Stunden. Kein Problem. Das muss ich gar nicht machen.
Ich hab keinen. Ah, super. Aber Robin, bist du ready? Ganz schnell. Es geht schneller. Ihr Komm. Seid soweit klar, startklar. Okay. Los. Wiederholungsdurchgang also. Gleiche Vorzeichen wie eben. Rurik fährt als erstes über die Linie. Holt er den ersten Punkt. Und sie drehen sich beide, wobei Rurik als erstes wieder die richtige Richtung hat. Aber Robin wird jetzt ärgern, denn jetzt kann er es plötzlich doch nicht ganz. Auf jeden Fall haben wir einen Punkt. Oder geht nach Island. Hey, hey, hey. Wow. Also wenn das erste Spiel schon so lange dauert und spannend ist, dann wirklich kann das ein sehr interessanter, lustiger und spannender Abend werden. Erster Punkt heute Abend geht an Rurik. 1-0. Wenn ihr wollt, dass Deutschland Weltmeister wird, nein, Quatsch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.